Schwestern, meine lieben Brüder, von dem sehr bekannten und berühmten orthodoxen Theologen Alexander Schmemann, ein Mann des 20. Jahrhunderts, stammt eine interessante Beobachtung. Ich möchte sie heute gerne mit Ihnen teilen. Er lenkt den Blick auf die ersten Christen. Wir haben das eben im Evangelium gehört, dass sie von Jesus Abschied nehmen müssen und zugleich voll Freude sind. Diese ersten Zeugen, so schreibt er, brachten weder Programme noch Theorien. Doch wohin sie gingen, spross die Saat des Reiches Gottes, der Glaube wurde entzündet, das Leben verwandelt. Unmöglich scheinende Dinge wurden möglich gemacht. Sie waren Zeugen, wenn sie gefragt wurden, woher kommt denn dieses Licht? Wo ist die Quelle dieser Macht? Dann wussten sie die Antwort und kannten den Weg, auf den sie die Menschen führen mussten. Und dann sagt er Folgendes: In der Kirche unserer Tage finden wir so oft nur die gleiche alte Welt, nicht aber Christus und sein Reich. Wir sehen nicht, dass wir niemals ankommen, weil wir niemals etwas hinter uns lassen. Verlassen, kommen. Ich finde das eine ganz spannende Bemerkung. Es ist sozusagen, ja, Christi Himmelfahrt, gute Tradition, so einen Ausflug zu unternehmen, eine Reise zu machen, wenn auch nur ganz klein. Vielleicht können wir das jetzt auch tun. Vielleicht können wir zu einer kleinen Reise starten, zumindest gedanklich. Denn das ist das, was dieser Tag von uns verlangt. Und das ist das, was wir zu dieser Stunde, jetzt hier in diesem Raum, gemeinsam tun. Denn eigentlich haben wir ja schon eine Reise gemacht. Wir sind schon aufgebrochen. Wir sind als die Verstreuten, als die Individuen gesammelt worden zu dem, was Kirche heißt, zur Gemeinschaft der Eucharistie. Man manchmal auch gute Katholiken fragt, wann beginnt eigentlich der Gottesdienst? Dann ist es sehr verführerisch zu sagen, naja, mit der Klingel, rums, Klingel wie im Theater, Gong, Bühne frei und dann geht das los. Ist aber weit gefehlt. Auch nicht, wenn die Orgel anfängt zu spielen oder wenn der Pastor da rauskommt. Dann beginnt nicht der Gottesdienst. Er hat schon lange begonnen. Die offiziellen Texte verraten es uns und sie treffen sich hier mit der Sicht dieses orthodoxen Theologen. Es hat begonnen, so sagen die offiziellen Texte, wenn die Einzelnen sich auf den Weg machen zur heiligen Versammlung. Wenn sie aufbrechen. Also wenn sich, wie ich das früher von zu Hause nach kannte, wenn die Eltern sozusagen, nimmt man jetzt heute nicht, aber den Hut und den Schirm und das Gotteslob irgendwie aus der Schublade an der Garderobe nehmen, dann hat Gottesdienst begonnen. Dann hat die große Einsammlung begonnen. So sagt auch Schmemann, die Reise beginnt, wenn die Christen ihr Bett und ihr Heim verlassen. Sie verlassen ihr Leben in der gegenwärtigen und konkreten Welt, ob sie jetzt einige Kilometer fahren oder nur um die Ecke gehen. Aber in diesem Aufbruch vollzieht sich bereits eine sakramentale Handlung, ein Akt, der Voraussetzung ist für alles andere. Sie sind auf dem Weg, Kirche zu bilden. Wir waren Individuen, Einzelne, egal wo wir herkommen, welche Nationalität, ob arm oder reich, wie auch immer. Wir waren natürliche Welt und eine natürliche Gemeinschaft. Und jetzt sind wir gerufen worden, um an einem Ort zusammenzukommen, um die eigene Welt mitzubringen und mehr zu sein, als wir vorher waren. Es ist nicht einfach gleich. Das, was wir heute feiern und das, was in jeder Eucharistie geschieht, liebe Schwestern und Brüder, ist nicht einfach Information. Wenn wir uns da rein verbeißen, haben viele Zeitgenossen auch Schwierigkeiten mit diesem Fest. Wie geht das denn mit der Himmelfahrt? Und wir fangen dann an, physikalische Fragen zu stellen. Das geht vollkommen an dem vorbei.
Eucharistie und dieses Fest ist Transformation, ist Veränderung. Man kann es nicht genug betonen, dass wir uns, wenn wir uns zum Gottesdienst versammeln, einem Risiko aussetzen. Der Risikofaktor heißt Gott, heißt Heiliger Geist, dass wir nämlich verändert herausgehen, als wir gekommen sind, dass wir in dieser Feier, in der Sammlung, in dem, was hier geschieht, verändert werden. Es ist ein Neubeginn. Das ist das, was dieser Tag sagt und was das Fest Christi Himmelfahrt mit jeder eucharistischen Feier gemeinsam hat. Noch einmal Alexander Schmemann. Die Liturgie beginnt mit einer wirklichen Trennung von der Welt. Das wirkt auf uns merkwürdig, wenn wir so etwas sagen. Da sagen wir, aber das ist doch genau das, das ist doch so ein merkwürdiges altes Konzept. Wir sind doch in die Welt hineingerufen. Ja, aber die Liturgie beginnt zunächst mit einer Trennung. Es ist nicht das Ziel. Das Ziel Gottes ist nicht Trennung von der Welt. Es ist Rettung der Welt. Ich bin nicht gekommen, sagt Jesus im Johannesevangelium, um die Welt zu richten, zu verurteilen, sondern sie zu retten. Also es geht um eine tiefste Verbindung, dass nämlich das, was Welt genannt wird und was wir als Welt erleben, und Gott wieder zusammenfindet. Aber dazu muss man zunächst die Dinge fein auseinanderhalten. Deshalb beginnt die Liturgie mit einer Trennung von der Welt. Und wie der Schmähmann, wir versuchen so oft, dem Menschen auf der Straße das Christentum attraktiver zu machen. Darüber haben wir die notwendige Trennung oft verkleinert oder vollkommen vergessen. Wir streben immer danach, diesem mysteriösen, modernen Menschen von der Straße das Christentum verständlich und annehmbar zu machen, aber wir vergessen, dass der Christus, von dem wir sprechen, nicht von dieser Welt ist. Wie sollen wir die Ostergeschichten verstehen? Dass die Jünger höchste Schwierigkeiten haben, denken wir an die beiden, die nach Emmaus gehen, diesen Jesus, diesen auferstandenen Christus zu erkennen. Sie haben die letzten Jahre ihres Lebens mit ihm verbracht. Warum können sie ihn nicht einfach sehen und sagen, ah ja, klar, das ist jetzt der Jesus? Warum hat Maria Magdalena am Ostermorgen solche Schwierigkeiten und denkt, ich habe es hier mit dem Gärtner zu tun und sieht nicht ihren geliebten Christus? Warum muss der Auferstandene den Jüngern immer mit Tadel auch begegnen, weil sie nicht glauben? Weil er nicht von dieser Welt ist. Er ist nicht länger Teil dieser Welt und ihrer Wirklichkeit. Ihn zu erkennen, dazu bedarf es des Mysteriums der Taufe und dass wir uns zur eucharistischen Gemeinschaft treffen. Wir können ihn in dieser Welt nur im Sakrament erkennen und erfahren. Aber dazu müssen wir diese Reise machen. Dazu müssen wir aufbrechen aus unserer Individualität in das Gemeinsame hinein, in das sakramentale Leben der Kirche hinein. Nur in Gottes Geist und in der Fülle der Kirche, die wir in jeder eucharistischen Versammlung bilden, ist der Auferstandene zu erfahren. Und hier soll uns eine Freude begegnen, die die Jünger in Jerusalem auf dem Ölberg erfuhren und von der sie erfüllt waren, als Jesus zum Himmel erhoben wurde. Das ist eine Freude, liebe Schwestern und Brüder, die die Welt verändert. Nicht Theorien, nicht Programme, nicht Beschlüsse. Die Freude, die hier geschenkt wird, und vielleicht müssen wir uns durch viele Schichten, sie kommen mir vor wie so grauer, moderiger Filz, durch viele Schichten hindurchfragen und hindurch erleben in einer solchen Feier, dass uns diese Freude erreicht. Wenn sie uns erreicht, vielleicht nur ein kleines Stück, nur ein kleiner Funke, und wir gehen hinaus, nicht so miesepeterig, wie wir vielleicht hineingekommen sind, nicht belastet mit all dem, was uns bedrückt, sondern weil wir wissen, hier ist der erhöhte Herr. Er kommt, die Welt zu retten.
erreicht dieser Welt eine Hand. Gestern noch in der Vigil haben wir dieses schöne ostkirchliche Gebet gesprochen, dass Christus wie ein Zweig ist, der Rebzweig, der sozusagen auf die Erde herunterrankt. Und wir Teil dieses Zweiges sind, sodass die alte Verbindung wieder entsteht zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und Welt. Das ist der tiefste Inhalt dieses Tages. Und ich bin mir nicht sicher, manchmal sind Reisen, die man unternimmt oder Ausflüge, vielleicht anders, als wir das erwartet haben. Aber wenn wir diesen Ausflug unternehmen, zu dieser Reise aufbrechen, dann werden wir der Freude, das heißt dem auferstandenen Christus, begegnen. Und dann können wir Kirche, Welt verändern. Wir finden zu dieser glückmachenden Verbindung von Gott und Mensch.